Ja, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly, und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Exploit-Tanks. Ja, ich weiß, das Thema hatten wir schon mal. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier meine kleine. Das Moped auf der Straße war echt laut. Okay, ich mach mal kurz. Etwas besser. Meine kleine verrückte Testkammer, wo ich alle möglichen Dinge schon mal angeschmissen und getestet habe. Heute ganz spezifisch. Beschäftigen wir uns mit dem Thema. Ich wurde gefragt von euch. Sei, du hast mir Exploit-Tanks erklärt, wie ich es mit Gasen mache. Und auch das Prinzip mit anderen Dingen. Jetzt gib mir bitte mal eine vernünftige Erklärung, wie du das mit Flüssigkeit machst. Ich sag, gut, mache ich das. Okay, also, erstmal A. Es ist das gleiche Prinzip. Es muss ein anderes Element vorherrschen. Also in dem Fall wie hier oben Gas. Ihr seht, hier ist knapp ein Kilo Gas drin. Und hier habe ich jetzt 1613 Kilogramm. Das heißt, das Wasser kann hier oben nicht hin, weil hier Gas ist. Irgendwo muss das Gas ja hin. Hier ist zwar auch Sauerstoff, alles gut, aber irgendwo musste ja auch mal hier Gas hin. So, das heißt, hier ist so viel Gas drin, dass das Wasser hier nicht hochdrücken kann. Er registriert hier die ganze Zeit, oh, mein Druck ist gar nicht übermäßig, also kann ich durchlassen. Darum tue ich das Wasser auffangen. Das könnt ihr mit Gasen machen. Das könnt ihr jetzt in dieser Konstellation machen. Sehr lustig. Renn, gehst du bitte? Du musst einfach nur zur Seite gehen. Okay, warum ist das so? Ich meine, es sind. Das ist eine Demo-Aufnahme, ne? In meiner Testkammer. Hier ist eigentlich nur. Hier soll es eigentlich nur kalt sein für. Egal, komm. Egal, zurück. Komm. Ja, Dupp-Duplikant, ey. Ja, zurück zum Exploit-Deck. Okay, also. Ich muss mich gerade fassen. Also. Das kann man so machen. Das hat jetzt den Vorteil, dass die Flüssigkeit sich hier reinsammelt und hier rüber geht. Jetzt gibt es die Frage, Sly, warum machst du das so? Oder Sly, warum machst du das so? Die Sache ist die, Flüssigkeiten haben ein bestimmtes Verhaltensmuster. Ihr müsst euch vorstellen, diese luftdurchlässigen Ziegel sind hydrophob oder hydroskopisch? Ich bringe das immer wieder durcheinander. Moment. Ich glaube, hydrophob sind die. Hydrophob. Wasserabweisend. Hydrophob. Wasser meidend. Genau. Hydrophob. Genau. Da sind wir. So, also ein Hydrophob. Darum möchten die hier auch keinen Wasserkontakt haben. Das heißt, wir haben auch keine Oberflächenspannung und darum haben wir diesen lustigen Blob. So, die Dinger sind zwar nicht hydrophob, aber sie sind auch nicht. Hier entsteht keine Oberflächenspannung. Das passiert allerdings. Ganz gerne mal. Ich kann das mal demonstrieren. Mit unterschiedlichen Ziegeln. Ich nehme mal hier gerade ein Muster. Schwupp, schwupp. Alleine hier seht ihr schon, da ist es rund. Und hier dehnt er sich sofort zur Seite aus. Zerstör das mal. Seht ihr es? Hier tut es so ein schönes Blöppchen machen. Und ich mache jetzt mal so ein Muster und man nehme mal nur so Tröpfelchen. Weißt du? Schwupp. Und da sieht man das hier ganz gut. Ich finde, das beschreibt es hier ganz gut. Wir haben hier so 3 Kilo. Und hier ist so eine Oberflächenspannung. Das heißt, das Wasser neigt jetzt dazu, sich am Rand hier festzuklammern. Und wie eben schon gesagt, es kann nur ein Element da sein. Das heißt. Im schlimmsten Fall verdränge ich halt nachher den Sauerstoff, den ich ja hier nicht verdrängen will. Und das verhindere ich halt, indem ich entweder A mit diesen Türen arbeite oder B mit diesen luftdurchlässigen Ziegeln. Ne? Ihr seht das ja hier. So, das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Das ist eine Möglichkeit. Damit stellt ihr sicher, dass der Sauerstoff hier am Rand gedrückt ist. Ihr könnt aber auch das machen. Warum so? Ich persönlich mag diese Türen lieber. Wir haben jetzt hier so einen Blob. Das kann ja mal passieren. Ne? Ihr seht hier, hier ist Wasser, 1,7 drinne. Und jetzt habt ihr so einen Blob.
Alles, was ihr dafür zum Beispiel tun musst, um diesen Lauerstoffblob loszuwerden. Ich meine, der tut zwar nichts zur Sache, aber... Das Auge ist mit, wie es so schön heißt. So, wenn ich das jetzt hier öffne, schwupp, zieht sich das Wasser hoch. Und dann macht das Ding wieder zu. Der Sauerstoffproppen weg. Das ist ganz cool. Das kann man mal einfach so machen. Ihr seht, hier oben ist kein Wasser, alles gut. Aber diese Konstellation funktioniert natürlich genauso. Das muss man jetzt wissen, was man lieber möchte. Möchte man das hier bauen oder möchte man das hier bauen? Das ist jetzt eine Möglichkeit mit Gasen. Die kriegt der ein oder andere vielleicht nicht hin. Aber es gibt auch noch eine andere Lösung. Und zwar lautet die Lösung, dass wir jetzt nicht mit einem anderen Element arbeiten, sondern eine andere Flüssigkeit nehmen. Eine andere Flüssigkeit würde jetzt bedeuten, wie hier. Ich habe hier, wie ihr seht, 5 Kilogramm verschmutztes Wasser. Und hier habe ich fast 2000 Kilogramm sauberes Wasser. Was ich mache, ich stelle hier vorne einen Auslauf hin und lasse hier eine kleine Menge verschmutztes Wasser hintropfen. Ihr seht, so 5 Kilo, alles kein Problem. Auf jeden Fall versucht so möglich so auf 5 oder darunter zu halten. So 2, 3, auch alles gut. Und da oben drauf kommt dann das normale Wasser. So, was jetzt passiert, ist wieder dasselbe Prinzip, was wir ja schon kennen, häufig. Ich mache da jetzt mal gerade wieder so einen typischen 9er-Block. Nur mit dem Unterschied. So. Hier liegt der jetzt. Und wenn ich den jetzt zubaue und... Also, das hier in der Mitte ist hier der Auslauf. Und wenn ich den jetzt zubaue, die Flüssigkeit kommt, in dem Fall sauberes Wasser, und die kann nirgendwo hin. Was dann passiert ist, vernichte das Element. Ihr seht, das ist weg. Wenn ich aber hier vorne jetzt das habe, und hier oben ist ja noch frei, beziehungsweise hier oben ist sogar zufällig das Element, dann versucht dieses Element abzuprüfen, die nächsten 9 Felder um sich herum. Wo kann ich hin? Gibt es mich bereits schon? Und wenn das der Fall ist, plupp, habt ihr gesehen, geht er hier oben hin. Das heißt, hier passiert dasselbe. Das Wasser, das hier durchkommt, stellt fest, oh, hier ist verschmutztes Wasser. Aber ich bin sauberes Wasser. Gibt es hier sauberes Wasser? Nein, 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 nein. Ja, oh. Und dann geht er hoch. Und ihr seht, dann habe ich mir hier vorne wieder so ein schönen kleinen Sammelbereich gemacht, mit einer Pumpe rein. Und schon kann ich mir hier einfach eine Flüssigkeit lagern. Das hier ist, glaube ich, die beste Lösung. Alles, was nachher übrig bleibt, sind diese zwei Sachen. Und stellen euch in dem Sinne auch sicher, wenn ihr rauspumpt, dass wenn ihr hier wieder reinpumpt, dass alles kein Problem ist. Das hier ist auch eine total einfache Lösung. Ich mag die persönlich ganz gerne. Ja, man muss mit den Türen ein bisschen rumspielen. Geschmackssache. Aber, oh, das kann ich übrigens auch gerade nochmal demonstrieren, wenn wir schon dabei sind. Wir haben ja ein wenig Zeit. Machen wir den Plops mal weg. Ihr habt euch da eben noch dran erinnert, wie das aussah, ne? Ich zeige euch jetzt mal, warum das Ding mich kann. Upp. Ja, genau, jetzt behältst du das hier bei. Lol, Vorführeffekt. Ich wollte halt zeigen, dass es nicht diese typische Oberflächenspannung hat nach oben, wie man es gewohnt ist. Vorführeffekt at its best. Sehr gut, ne? Gut. Also, das sind die drei Möglichkeiten, die ich bevorzugt benutze, um wenn. Ich bin kein großer Freund von großen Exploit-Tanks, wenn ich so etwas mache. Bedenkt bitte dran, solltet ihr, warum auch immer, größere Wassermengen auffangen wollen, so wie hier, die sind da einfach, ich habe ja abgerissen. Denkt dran, dass eure Ziegel nur einen gewissen Druck standhalten. Baut lieber in die Breite anstatt in die Höhe. Nur mal so ein Tipp noch am Rand für die Leute, die größere Flüssigkeiten aufbewahren wollen ohne Exploit-Tank. Aber falls ihr auch einen Exploit-Tank baut, das sind die zwei stabilsten. Und ich behaupte, das ist... Also wenn ich jetzt mir wirklich was aussuchen müsste, dann wäre das hier meine Wahl to go. Ne? Ihr könnt sicher sein, dass das Ding müsste immer funktionieren. Und wenn das nachher abgetragen wird, wie gesagt, hier ist die Flüssigkeit, die danach rübergeht, dann bleibt hier nachher ein Kilo übrig und hier die 5 Kilo. Und das wird immer so bleiben. Ihr könnt danach immer wieder Wasser hochfahren.
Das ist, glaube ich, der safeste Call, mit dem ihr gehen könnt. Ihr seht, ist es an und für sich nicht schwer. Ihr könnt das später, ja wie gesagt, sauber auffüllen, indem ihr dann nachher, wenn ihr das hier offen habt, ich meine, man macht ja immer erstmal eine Erstbefüllung. Da geht ihr dann erstmal mit einem Dispenser dran, Flaschenentleerer. Und dann tropft ihr hier so 2, 3, 4, 5 Kilo rein. Nicht mehr als 5. Und dann gebt ihr einfach. Und ihr seht, die laufen hier munter vor sich hin. Mit Gas ist auch machbar. Aber dieser Mehraufwand ist einfach safer. Ja. Und das hier war... Das klappt sehr gut im Vorführmoment. Ja, sehr schön. Ja, gut. Okay, cool. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ey, und wenn ihr mal Themen habt, die ihr gerne noch wissen möchtet, lasst es mich gerne wissen, Leute. Mal schauen, ob wir noch irgendwas finden. Was ich auf jeden Fall noch machen muss, sind Schubelmäuse. Ich muss noch das Scanner-Room machen. Ich muss auch noch für Vanilla irgendwann mal... Ich habe hier oben schon mal... Oh, ihr seht das hier gerade. Ich habe schon mal irgendwann was vorbereitet gehabt. Ja. Vanilla. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.